Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt und ja, herzlich willkommen. Es gibt heute ein neues Kaffee- und Make-up-Video und heute möchte ich auch ein paar neue Produkte ausprobieren, also nicht neu unbedingt auf dem Markt, das heißt das nicht bei mir, sondern Produkte, die ich jetzt neu habe. Zuerst möchte ich euch gerne einmal bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch sehr, sehr gerne meinen Kanal. Das würde mich wahnsinnig unterstützen. Ich träume nämlich immer noch davon, meinen Kanal hier auf 2000 Abonnenten zu bringen. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn das in diesem Jahr klappen würde. Ich habe aber auch meine Make-up-Tasche wieder am Start, denn auch wir werden heute zusammen weiter mein Project Pan auch ein bisschen fortführen. Aber wie gesagt, auch noch ein paar Sachen, die ich ausprobieren möchte. Und vorab noch wieder eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir heute eure Zeit schenkt. Das Wertvollste, was ihr zu geben habt. Ich sage das immer zwischendurch wieder, nicht jedes Mal, weil ich finde, das klingt sonst irgendwie aufgesetzt. Aber so ab und zu möchte ich es schon einmal sagen. Denn Zeit ist wirklich das Allerwertvollste, was wir haben. Und ja, vielen Dank, dass ich heute davon ein bisschen abbekomme, indem ihr mein Video schaut. Genau. Also, ich möchte gerne etwas ausprobieren, was ich im Tauschpaket mit der lieben Anja von Graufalter 50 hatte. Und zwar hat sie mir hier von Dalton eine BB-Cream geschickt und hat dazu geschrieben, sie ist mir zu hell. Das ist wahrscheinlich auch die hellste Farbe, Ivory 01. Ich glaube, ich bin im Moment an meiner hellsten Nuance, glaube ich, angekommen. Also ich habe jetzt schon einige Tage kein Selbstbräuner oder irgendetwas benutzt. Ab und zu benutze ich mal so Selbstbräuner-Drops. Ich habe gesehen in irgendeinem Video, dass die wohl recht reichhaltig sein soll. Deswegen werde ich da jetzt keinen Primer drunter geben. Ich habe jetzt nur meine Hautpflege und von der Sonnenschutz habe ich auch drunter. Deswegen werde ich jetzt einfach mal gucken. Ich werde die mal mit den Fingern auftragen. Ich hoffe natürlich, dass sie mir nicht viel zu hell ist. Ich werde sie mal dünn nehmen. Ja, die ist schon recht hell. Tatsächlich mir auch ein kleines bisschen, aber ich werde einfach mal schauen. Lieber ein kleines bisschen zu hell als zu dunkel. Zu hell kann man natürlich immer noch ein bisschen ausgleichen. So, ich mache das jetzt einfach mal wie mit einer Creme. Ja, die ist schon hell. Muss ich mal schauen, wie sich das jetzt so verhält, wie die sitzt, ob sich das für mich lohnt. Ich hatte mich natürlich mega gefreut, dass ich auch mal ein Produkt von Dalton ausprobieren kann. Ich habe da bis jetzt noch nicht selber bestellt, weil ich die Sachen sind ja jetzt auch nicht so günstig und ich habe tatsächlich auch, ich bin ja der koreanischen Hautpflege total verfallen. Okay, also was ist, ich brauche auf jeden Fall nicht so viel davon, die ich genommen habe. Ja, sie ist, ich gucke mir das jetzt gleich nochmal vom Namen an. Also sie ist auf jeden Fall, merkt man, dass es pflegend ist. Das ist ja auch immer schon mal schön, ne? Aber sie ist schon sehr hell. Da muss ich mal schauen. Würde sie natürlich, je nachdem, wenn sie gut sitzt, vielleicht kann ich auch ein bisschen was untermischen. Vielleicht eine Foundation, die mir aktuell, ich habe immer noch so viel, ne? Ich habe viel zu viel genommen. Ich gucke, ob ich das hier noch so minimal hier so ein bisschen aufbauen kann. Ich werde die jetzt mal in Ruhe noch einarbeiten. Ich glaube, also die ist ein bisschen dicker von der Konsistenz her. Das heißt, ich werde die jetzt mal ordentlich einarbeiten. Und wenn ich das fertig habe, dann hole ich euch gleich auf jeden Fall wieder mit dazu. Bis gleich. So,
Also, ich denke, das geht. Also zumindest hier im Spiegel sehe ich jetzt nicht, nicht so wahnsinnig geisterhaft aus oder irgendwie. Also sie lässt auch auf jeden Fall noch einiges durchscheinen. Also sie ist auf jeden Fall eher sehr so leicht von der Deckkraft her. Ich glaube, es stand auch irgendwo leicht bis mittel drauf, soweit ich weiß. Es gibt die auch in zwei Farbnuancen scheinbar nur. Genau. Schauen wir mal. Ich werde da mal gucken, wie sich das über den Tag verhält. Werde jetzt aber hier natürlich noch ein bisschen mit Konturprodukten und so weiter arbeiten. So, bevor ich das abpudere, ich möchte heute ein bisschen Creme-Produkte weiter benutzen. Ich nehme mal hier von Catrice, den habe ich auch noch nicht oft benutzt, diesen Magic Shaper, Contour und Glow Stick. Da habe ich auch hier einen. Gebe ich mir mal was auf. Und dann blende ich das mal ein bisschen aus. Ist auch, auf dem Stick tatsächlich ein bisschen kühler aus, als es auf dem Gesicht ist. Ich blende das immer so ein bisschen nach oben aus. Ja, hier. Jetzt schaut mal, die setzt sich ab. Die BB Cream, die scheint sich mit irgendwas nicht zu vertragen. Könnt ihr das sehen? Hier. Die setzt sich hier richtig hell ab. Ah, muss ich gleich mal schauen, ob ich das noch gerettet kriege. Also ich glaube, die ist leider nichts für mich. Manchmal ist das ja so, wenn Firmen, die jetzt so auf Hautpflege spezialisiert sind, wenn die dann Make-up herstellen, dass das dann manchmal nicht so gut ist. Boah, ich schau mal. Ich hatte mich jetzt schon gefreut, aber schauen wir mal. Ich glaube, das Make-up. Ach, schauen wir mal, ob das noch unter einem guten Stern steht heute. Jetzt gebe ich mir Blush auf. Ich muss mal schauen, ob ich, komme ich heute überhaupt noch dazu, ein bisschen über irgendein Thema zu reden. Ich hatte nach Fragen gefragt. Ihr könnt auch weiterhin auf jeden Fall noch Fragen unter diese Videos stellen, die ich beantworten werde. Ich bin auch von dieser BB-Cream leider nicht überzeugt. Die scheint auf meinem Gesicht leider auch nicht so gut zu sitzen. Ich komme normalerweise so mit reichhaltigen Dingen recht gut zurecht. Ich muss mal einmal noch mal ein bisschen näher hier meinen. Ach, ich weiß noch nicht. Gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. So, ich werde das Ganze jetzt ein bisschen noch abpudern. Mal gucken, wie es sich dann verhält. Also ich trage auch heute Hautpflege, die sich bis jetzt mit allen Make-up-Produkten, die ich so verwendet habe, vertragen hat. Also wenn es an der Hautpflege liegen sollte, dann war das jetzt heute das erste Mal. Aber irgendwie, ne, also mein Make-up, das ist total fleckig dadurch alles geworden. Das gefällt mir nicht. Durch die BB-Cream irgendwie hat sich das, schaut mal hier. Oh, nee.
Das hält alles gar nicht richtig da drauf. Das ist total fleckig. Wisst ihr was? Das tut mir total leid. Tut mir auch total leid für die Anja, aber ihr gefiel sie ja auch nicht. Ich nehme das wieder runter. Ich wasche mir das ab und dann fangen wir gleich nochmal von vorne an. Und dann fange ich, glaube ich, auch an, nochmal über ein Thema zu reden. Aber ich wollte es ja auf jeden Fall mit euch ausprobieren. Ich werde jetzt gleich mal eine andere Foundation auftragen, bis zu dem Punkt. Und dann machen wir gleich an der Stelle dann nochmal weiter. So, ich habe echt alles runtergewaschen. Und das ging auch schwer runterzuwaschen, muss ich sagen. Also das hat echt so einen richtig weißen Schleier auf meinem Gesicht noch lange. Ich musste da richtig mit Mikrofasertuch runterreiben. Also leider, sorry, die Dalton BB Cream ist nichts für mich, leider. Naja, lässt sich nicht ändern. Ich werde jetzt mit meiner Kontur weitermachen. Jetzt habe ich vergessen. Ich wollte doch schauen. Ich wollte doch schauen, was ihr mir hier... was ihr mich gefragt habt, dass ich da ein bisschen was zu machen kann. Also, dann werde ich das mal von der lieben Sonchan aufnehmen. Sie hat nämlich gefragt, wo der nächste Urlaub hingeht und was so mein Lieblingsessen ist und was ich gar nicht gerne esse. Das werde ich doch jetzt einfach mal aufnehmen. So, nebenbei mache ich hier ein bisschen meine Kontur. Nehme mir das von Charlotte Tilbury. Lass ich auch ein bisschen. Irgendwie habe ich hier ein bisschen rumgesaut. Ist der denn noch? Der ist zu. Fange ich doch mal an mit... wo der nächste Urlaub hingeht. Ja, das ist tatsächlich in diesem Jahr ein bisschen, ja, schwieriges Thema bei uns, weil da seht ihr, das wird überhaupt nicht fleckig. Das ist einfach so viel besser. Ja, also wir fliegen nicht. Es gibt halt Personen in dieser Familie, die nicht gerne fliegen, die da echt gar nicht gut mit zurechtkommen. Was aber vollkommen okay ist. Also ich bin schon sehr oft in meinem Leben geflogen und ich war schon ein paar Mal auf Mallorca. Ich war schon dreimal jetzt in Amerika und ja, das ist halt, das ist für mich in Ordnung, ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt weiter wegfliegen. Wir sind jetzt eh keine Menschen für Hotels oder sowas. Also das ist eh nicht so unseres, uns da die ganze Zeit in einem Hotel aufzuhalten. Also wir sind so die Menschen, die total gerne halt in die Berge fahren. Ja, also wirklich so nach Bayern. Wir lieben das Berchtesgadener Land. Wir lieben es auch in den im Allgäu und sowas. Also wir waren jetzt die letzten 2 Jahre im Berchtesgadener Land. Und das hat uns einfach... super, super gut gefallen. Also mein Mann kennt es aus seiner Kindheit noch. Der ist dort auch mit seinen Eltern dort gewandert, also auch richtig so von Hütte zu Hütte. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Also dafür ist unser Kind halt auch einfach noch ein bisschen zu klein. Oh, das sieht so viel schöner aus. Aber wir hatten halt dort eine Ferienwohnung. Und haben halt unseren Hund auch immer mit. Und das ist jetzt leider... ja, so, wir sind mega, mega glücklich, dass wir unseren Hund noch haben. Also die wird jetzt im Mai, wird die 14 Jahre alt. Das ist ein Rhodesian Ridgeback und also das ist ein großer Hund. Ich weiß nicht, ob ihr die Rasse kennt. 14 Jahre ist für so eine Rasse auf jeden Fall sehr, sehr alt. Also laut Rassenbuch, was wir haben, wird da eigentlich mal so von 10 bis maximal 12 Jahren Lebenserwartung gesprochen. Also das heißt, die hat sie auf jeden Fall schon erreicht. Also ihr geht es auch gut. Was aber so ein bisschen halt das Problem ist, dass die ja natürlich nicht mehr so weit und so gut laufen kann. Also wenn man sich das mal überlegt, in Menschenjahren ist dieser Hund über 90.
Ja, und 90-Jährige, die wenigsten 90-jährigen Menschen machen noch Wanderurlaube. Ne? Also die so geht es ihr gut, aber die Spaziergänger werden halt immer kürzer, ne? Und hat so ein bisschen Arthrose. Sie kriegt zwar auch was dafür, was auch schon ein bisschen geholfen hat, aber ja, nichtsdestotrotz geht das halt nicht mehr. So, das heißt, und wir möchten auch nicht dorthin fahren und quasi nicht wandern können. Ne? Und die ist auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen senil, aber es funktioniert halt auch auf jeden Fall nicht, dass wir sie irgendwie in einer Ferienwohnung oder so alleine lassen könnten. Und da jetzt den weiten Weg auf uns zu nehmen, um dann letztendlich ja auch nicht wandern zu können. Ja, das machen wir nicht. Naja, und jetzt haben wir uns halt schweren Herzens eigentlich in diesem Jahr von dem Gedanken mal verabschiedet, dass wir in die Berge fahren. Wir wollen natürlich auch unseren Hund noch möglichst lange behalten. Ne? Also wenn die mal nicht mehr ist, wird es auch erstmal keinen neuen mehr geben. Dann sind wir, was das angeht, ein bisschen freier. Aber wir wollen sie natürlich noch, solange es geht, behalten. Sie ist natürlich auch ein sehr geschätztes und geliebtes Familienmitglied. Ne? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen haben wir uns eigentlich überlegt, ob wir vielleicht mal wieder nach Dänemark fahren. Da waren wir schon mal, als unser Kind so anderthalb war, also so vor 6 Jahren war das dann, ja genau. So vor 6 Jahren waren wir schon mal in Dänemark und das hat uns ganz gut eigentlich gefallen. Da waren meine Eltern auch damals mit. Ja, mein Papa lebt ja leider nicht mehr, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Und wir haben uns aber überlegt, ob wir stattdessen vielleicht uns wirklich ein großes Haus mieten und ja, die beiden Omas von unserem Kind dann mitnehmen. Also die würden sich auch freuen, die kommen ja sonst so auch nicht mehr so in den Urlaub. Und ja, unser Sohn wird sich halt mega darüber freuen und ja, die sind halt, dann ist natürlich auch für uns, ist es natürlich auch praktisch, weil ne, auch jemand da ist, der auch mal auf Kind oder Hund aufpassen kann, wenn wir vielleicht mal was machen wollen, was jetzt nicht so, wo der Hund jetzt nicht so mit kann und wir müssten sie nicht alleine in der Ferienwohnung lassen. Und ja, so weite Strecken laufen die Omas ja auch nicht mehr, ne? Deswegen, das würde ganz gut passen. Ja, da bin ich im Moment am Gucken, dass wir da halt auch was Schönes finden. Ich habe aber noch nie, es gibt ein bisschen was. Aber da muss ich noch mal mich ein bisschen ich kann nicht reden, wenn ich das mache. Muss ich mich noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. So, ich wollte jetzt heute hier diese Lidschattenpalette von Revolution ausprobieren. Die Soft Focus, die war in der etwas enttäuschenden Pink Panda Mystery Box drin. So sieht die aus, aber das sind von den Farben her, ist das halt echt so voll mein Vibe. Jetzt hoffe ich natürlich, die Swatches sahen ganz gut aus. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die auf dem Auge auch einigermaßen gut sind. Ich nehme jetzt mal erstmal hier diesen Ton. Ich habe keinen, wenn der hier matt wäre, wäre das optimal, aber der schimmernd. Aber deswegen, oh ja, wir haben einiges an, es krümelt, sagen wir mal so. Jetzt gucke ich mal, aber das ist auf dem Auge nicht so ganz so dunkel. Naja, und das ist halt, jetzt gucke ich, ob wir da irgendwie ein schönes Ferienhaus kriegen. Am coolsten wäre es natürlich noch, wenn wir eins kriegen, was irgendwie so einen integrierten Pool hätte. Gibt es ja auch manchmal. Also viele von den Häusern haben ja Saunen, aber das brauchen wir jetzt nicht, weil keiner von uns geht in die Sauna. Ja gut, und erst recht nicht. Wir würden ja in den Ferien im August fahren. Also da brauche ich auch erst recht wahrscheinlich keine Sauna. Je nachdem, vielleicht hat man ja da draußen Sauna. Auch das ist schön. Der Ton, der lässt sich auch, ist recht soft, also kann man aufbauen, ist jetzt auch nicht, doch, also der Ton gefällt mir schon mal richtig, richtig gut.
Ganz toll. Jetzt nehme ich diesen Ton mal hier und da werde ich jetzt ein bisschen... ich nehme den gleichen Pinsel. Da werde ich jetzt ein bisschen in den äußeren... Gucken, ob ich das ein bisschen nur damit abdunkeln kann. Ne, viel Unterschied ist da jetzt nicht. Oder sieht man es in der Kamera? Ne, so auf dem Auge machen die jetzt nicht viel Unterschied. Ich gebe mal ein bisschen davon in die Lidfalte. Vielleicht habe ich jetzt auch nicht den optimalsten Pinsel dafür, aber das geht. Doch, das sieht ganz schön aus. Und jetzt nehme ich, welchen Schimmerton nehme ich denn jetzt mal? Diesen hier in der Mitte, den hier, den. Den gebe ich mir jetzt mal hier außen so ein bisschen hin. Ja, die sind schon, ach, jetzt habe ich den falschen. Ein bisschen softer unterwegs, ist aber nicht schlimm. Ich muss ein bisschen meinen Akku im Auge behalten. Weil das Blöde ist nämlich, wenn ich das nicht mitkriege, wenn der Akku leer geht, der speichert die Kamera das Video nämlich nicht. Und dann hätte ich alles umsonst. Das will ich natürlich nicht, ne? Ja, und dementsprechend... ja, wird es wahrscheinlich, das mache ich hier mal, ich nehme den Ton jetzt hier und packe den so in die Mitte, der ist so ein bisschen golden, die lassen sich auch ganz schön ineinander packen. Ja, dann schauen wir mal, wie das so wird. Ich hoffe natürlich, ja, und dann nehmen wir unseren Hund natürlich mit, ne? Also da können sie, da haben wir, die sind ja in Dänemark sehr, sehr hundefreundlich, ne? Das finde ich total so, da darf man in fast jedes Ferienhaus eigentlich Hunde mitbringen. Also ist ganz, ganz selten, dass man das nicht darf. Ja, und diesen hellen Schimmerton packe ich mir jetzt hier vorne hin. Doch, die lassen sich schön ineinander blenden. Also ist doch, ist eine schöne Palette, muss ich sagen. Kann man auch schön aufbauen, die Farben. Jetzt werde ich hier nochmal so ein kleines bisschen ausblenden. Ich glaube, ich habe das einigermaßen gleich hingekriegt. Ist schimmerig heute. Ich will heute noch ein doch, so ist gut. Ich will heute noch ein aufgebraucht Video drehen. Das ist echt, das Letzte ist eigentlich noch nicht mal online und ich habe schon eine krass, ja, schon wieder die krasseste überfüllte Aufgebrauchtüte. So, also Lidschatten gefällt mir gut, aber ich glaube, ich muss hier auch noch da so ein bisschen von dem Ton nochmal in die Mitte was auffüllen. So. Sieht toll aus. Könnte man jetzt natürlich auch noch sehr, sehr guten Eyeliner zu tragen. Habe ich aber heute keine Lust drauf. So, die Anastasia Mascara, die fängt auch langsam an, hier so ein bisschen einzutrocknen. Aber dann hat sie auch ihren Dienst gut gemacht. Die habe ich schon ein paar Mal erzählt jetzt, ne? Dass ich sie mir eigentlich, dass sie mir erst gar nicht so gut gefallen hat und dann musste die echt so, weiß ich nicht, 10, 15 Mal mindestens benutzt werden, dass dann da genug Luft dran kam, dass die dann besser performt hat. Also da war zu, die war zu nass einfach am Anfang.
Genau, und während ich das mache, kann ich ja nochmal, jetzt habe ich das mit dem Urlaub auf jeden Fall beantwortet und das mit dem Essen. Ich mag am liebsten, mein Lieblingsessen ist tatsächlich, ich esse sehr, sehr gerne Burger. Ich esse sehr gerne Pizza, leider. Aber dann natürlich nicht ständig, ne? Ich mag aber, also ich mag viele Dinge. Ich mag auch einfach mal gerne ein leckeres belegtes Brötchen. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich sehr gerne mag. Ich esse halt auch sehr gerne. Das ist auch ein Grund, warum wir so gerne nach Bayern fahren. Ich mag die Küche dort halt auch einfach sehr, sehr gerne, ne? Ein bisschen vorlaut habe ich, aber nicht so viel. Also diese mega bayerische Hausmannskost, das liebe ich einfach, ne? Ich liebe so Knödel oder Käsespätzle und schönes mit Soße und ja, oder den bayerischen, so ein Zwiebelrostbraten gibt es da ganz, ganz häufig. Das liebe ich auch einfach. Ja, was ich gar nicht mag, sind ja, so fettiges Fleisch mag ich überhaupt nicht gerne. Ich mag, was mag ich denn noch nicht gerne? Also wie gesagt, wenn da so Schwabbelstücke drin sind, sei es jetzt so bei Grillfleisch zum Beispiel oder überhaupt, wenn so Fettstücke am Fleisch sind. Oh Gott, ist das viel. Das ist so gar nicht meins. Ja, und an Gemüse mag ich tatsächlich nichts, was so Bitterstoffe hat. Also ich mag zum Beispiel leider kein Brokkoli, ich mag kein Rosenkohl und weißen Spargel esse ich tatsächlich auch nicht gerne. Ich mag grünen Spargel gebraten, aber weißen Spargel mag ich leider nicht. Ansonsten esse ich sehr, sehr gerne auch so Kartoffelgerichte, alles Mögliche, ne, Rouladen, Rotkohl. Ich liebe auch einfach mal eine gute Rostbratwurst vom Grill im Sommer. Hier wird auch sehr, sehr viel gegrillt. Und ich mag auch gerne Schnitzel und all sowas. Also so unfassbar viel. Ja, und ansonsten Innereien, sowas, so Leber und sowas esse ich halt auch überhaupt nicht. Und was ich halt auch überhaupt nicht mag, sind Meeresfrüchte. Also sei es jetzt so Schrimps, Krabben, Scampis, Muscheln. Oh, das finde ich alles ganz, ganz widerlich. Also ich bin eine Freundin von mir, die nennt mich immer eher, dass ich so ein kulinarischer Bauer eher bin. Also ich bin wirklich so, ich probiere auch nicht so ganz so gerne neue Sachen aus beim Essen, bin ich auch ehrlich. Also da ist es manchmal echt so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, auf Deutsch gesagt. Aber ich esse schon sehr viel, sagen wir mal so, ne? Also ich ernähre mich auch weitestgehend gesund. Und versuche das auch, aber ich gönne mir halt auch mal gerne was. Ich esse auch leider sehr, sehr gerne Süßigkeiten, Schokolade und so. Ja, Eis im Sommer, ne? Was so, denke ich mal, die meisten gerne mögen. So, ihr Lieben, mein Akku hat durchgehalten. Sorry auch für dieses mal wieder ein bisschen chaotischere Video, aber gut, ich konnte ja nichts dafür, dass die BB-Cream bei mir jetzt nicht saß. Aber so habt ihr ein bisschen längeres Video, ist ja auch mal ganz schön. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wer bis hierhin durchgehalten hat, schreibt gerne wieder in die Kommentare. Ich bin noch da. Ich merke mir euch, ne? Also, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ja, ich wünsche euch jetzt wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Ciao!